KI erlebt zurzeit einen zweiten Frühling. Aber wie können wir diese neuronalen Netze sicherer, vertrauenswürdiger und nachhaltiger machen, als sie heute sind? Was wir haben ist, wenn wir so ein neuronales Netz nehmen, wir können das in diesen Raum projizieren, um es im... Es gibt viele künstliche Intelligenzen, dadurch neuronale Netze, die gerade im Einsatz sind und mit uns und unserer Umwelt interagieren. Was wir uns überlegt haben, ist wirklich, können wir anstelle eines neuronalen Netzes eine Population von neuronalen Netzen uns anschauen? Das heißt, wir nennen das Model SUS und trainieren Hunderte, wenn nicht Tausende von neuronalen Netzen und schauen uns an, was haben die gemeinsam, was unterscheidet sie? Wir sind innerhalb der künstlichen Intelligenz gerade an einer sehr interessanten Stelle. Wir haben in den letzten 10 Jahren Daten analysiert und in den nächsten 10 Jahren werden wir Daten erzeugen. Das nennt man generative KI. Und wir benötigen Garantien, wie das Verhalten dieser KIs ist. In unserem Projekt versuchen wir, dieses Verhalten vorher durch technische Diagnosen aus den Populationen der neuronalen Netze abzuleiten, um dadurch eine vertrauenswürdige künstliche Intelligenz zu bauen, um entsprechend schlechte KIs herauszunehmen und sie durch bessere KIs zu ersetzen. Im Bereich der künstlichen Intelligenz ist Nachhaltigkeit ganz wichtig. Durch unsere Forschung über die Population von neuronalen Netzen wissen wir, dass wir in den großen neuronalen Netzen kleine finden können. Das nennt man Sparsifizieren. Was wir versuchen zu finden, ist ein viel schnellerer Weg, diese kleineren Netze zu finden, die dann weniger Rechenleistung brauchen, dadurch weniger Strom und dadurch auch viel nachhaltiger sind als die ursprünglichen Netze. Eine ganze Model SUS trainieren können. Wir haben das Projekt bei uns im Lehrstuhl angefangen mit Konstantin Schörhold als Lead, verschiedenen Master- und Bachelorstudenten, sind aber sehr früh in Kollaboration gegangen. Die ersten Papiere sind entstanden mit der UPC Barcelona und Samsung AI in Montreal. Wir haben auch einen Google Research Scholar Award gehabt, der uns ein Jahr begleitet hat mit Kollegen von Google Research. Und neuerdings haben wir eine Kollaboration gestartet mit UC Berkeley und dem International Computer Science Institute, um neue Bereiche der Forschung voranzutreiben. Konstantin, du bist von Anfang an schon dabei, es ist Teil deiner Doktorarbeit. Wo siehst du unsere Forschung im Kontext von dem, was gerade in San Francisco und der Bay Area passiert? Ja, Kern von dem, was gerade passiert, ist ja im Wesentlichen, dass Modelle größer werden, dass wir skalieren. Und das ist auch das, was ich gerade mache. Ich skaliere hin zu größeren Modellen. Insofern bin ich genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Es ist nicht grundsätzlich anders. Wir arbeiten an denselben Sachen, aber es ist viel dichter, viel inspirierender, viel dynamischer hier. Es ist großartig, das zu erleben. Wenn wir jetzt nach vorne schauen, was wir mit dieser Forschung machen können, ein Bereich, der sehr interessant ist, ist, trojanische Pferde in neuronalen Netzen zu entdecken. Es gibt den Verdacht, dass viele neuronale Netze, die gerade im Umlauf sind, trojanische Pferde enthalten, ein Falschverhalten angetriggert werden kann. Und wir versuchen mit unseren Methoden, diese zu identifizieren, um sie aus dem Verkehr zu nehmen. Wo das Projekt sich hinentwickeln kann, ist, wie für die Softwareentwicklung auch für neuronale Netze eine Art Versionierung zu entwickeln, damit wir ganz genau verstehen, welche Teile beim Training des neuronalen Netzes sich verändern und was das bedeutet für die Performance des Netzwerkes am Ende.